Uri Bronfenbrenner prägte den ökosystemischen Ansatz der Entwicklung. Bronfenbrenners Anliegen ist es, Kinder zu dem zu machen, was sie werden können. Dazu müssen Systeme analysiert und je nachdem optimiert werden. Einer der besten Wege, Systeme zu verstehen, ist, indem man versucht, sie zu verändern. Bronfenbrenner unterscheidet 5 Systeme. Das Mikrosystem umfasst alle direkten Beziehungen und Prozesse und ist das wichtigste System für die Entwicklung. Wenn ein Vater mit einem Kind spielt oder eine Lehrperson mit dem Kind etwas erarbeitet, so ist das ein Prozess im Mikrosystem des Kindes. Bronfenbrenner spricht auch von proximalen Prozessen, da sie unmittelbar Wirkung entfalten. Das Mesosystem umfasst Beziehungen und Prozesse zwischen den verschiedenen Personen aus dem Mikrosystem des Kindes. Zum Beispiel, Eltern unterhalten sich mit der Lehrperson, wie das Kind optimal unterstützt werden kann. Oder das Unterrichtsteam berät, wie man ein Kind besser motivieren kann. Nach aktueller Forschung sind diese Prozesse enorm wichtig für Lernerfolg. Wenn Lehrpersonen der Überzeugung sind, als Gemeinschaft einen Einfluss auf das Lernen der Kinder zu haben, dann steigt der Lernerfolg dramatisch, weil sich jetzt ein System von Personen für den Lernerfolg einsetzt. Das Exosystem umfasst Beziehungen zwischen den direkten Bezugspersonen des Kindes und Personen, welche das Kind nicht kennt. Wenn die Lehrperson sich beispielsweise Input holt beim schulpsychologischen Dienst, dann ist das ein Vorgang im Exosystem des Kindes. Das Makrosystem umfasst schließlich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu gehören Schulpflicht, Lehrplan, Anstellungsbedingungen, aber auch staatliche Unterstützungsangebote und Alternativen zu regulären Schulangeboten. Diese Bedingungen sind zwar für alle Kinder gleich, können aber unterschiedlich wirken. Nicht alle Angebote dienen allen Kindern gleichermaßen und manche Gegebenheiten sind für einige Kinder eine Erleichterung und für andere eine Erschwernis. Da Menschen und Systeme immer im Fluss sind, fügte Bronfenbrenner schließlich das Chronosystem hinzu, welches Veränderungen über die Zeit abbildet. Dazu gehören normative Veränderungen wie der Schuleintritt sowie nicht normative wie zum Beispiel ein Wohnortwechsel. Bronfenbrenner legt also eine Theorie vor, die zeigt, wie man Kindern helfen kann, das Beste aus sich zu machen. Dazu braucht es viel direkte Interaktion, also gute proximale Prozesse, wie auch ein gut funktionierendes System, an dem manchmal etwas gerüttelt werden muss, um zu verstehen, wo es klemmt und wie man es besser machen kann. Ziel ist es nicht, den aktuellen Zustand präzise zu verstehen und zu benennen, sondern gemeinsam großflächig und systematisch Hindernisse aus dem Weg zu räumen und jedes Kind optimal darin zu unterstützen, das zu werden, was es sein kann.